Normalerweise schneide und paniere ich meine Schnitzel selber. Kürzlichst habe ich aber beim Einkaufen Schnitzelbruch 1 Kilo für 4 Euro gesehen. Da konnte ich nicht Nein sagen, deswegen gibt es heute Schnitzelbruch mit dreierlei Toppings. Schnitzel Italian Style, Schnitzel Försterart und Schnitzel nach meiner Art. Wie ich diese drei Leckerbissen zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für die Schnitzel und die Toppings. 600 Gramm Schnitzelbruch, das sind ca. 10 Stück. 1 Esslöffel Butterschmalz selbstgemacht. 50 ml Speiseöl, beides zum Anbraten der Schnitzel. Die Zutaten für das Topping, Schnitzel Italian Style. 4 Cherrytomaten, eine halbe Zwiebel, 200 ml passierte Tomaten, 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Knoblauchmus selbstgemacht, Salz und 80 Gramm geriebener Mozzarella. Die Zutaten für das Topping Schnitzel nach Försterart: 2 Dosen geschnittene Champignons, gut abgetropft, eine halbe Zwiebel, ein gehäufter Esslöffel gehackte frische Petersilie, Salz und Pfeffer und 1 Esslöffel Butterschmalz selbstgemacht. Und die Zutaten für das Topping Schnitzel nach meiner Art: Kräuterbutter, selbstgemacht. Das war's. Dazu gab es bei mir Tagliatelle und frischen Gurkensalat. Alle Zutaten können wie immer unter diesem Video nachgelesen werden. Was ich hier so lang liest, war aber relativ schnell zubereitet. Als erstes wird die Zwiebel geschält und in feine Würfelchen geschnitten. Für das Schnitzel Italian Style wird die halbe Zwiebel in heißem Butterschmalz angedünstet. Die Tomaten halbieren und dazugeben. Die passierten Tomaten dazu und alles aufkochen lassen. Knoblauchmus, etwas Salz und Oregano dazu, dann ist die Soße fertig. Jetzt wird eine Pfanne aufgesetzt und in die heiße Pfanne kommt 1 Esslöffel Butterschmalz. In dem Butterschmalz wird jetzt die andere Hälfte der Zwiebel angebraten. Dann die gut abgetropften Champignons dazu und alles kräftig anbraten. Die Champignons dürfen ruhig etwas Farbe annehmen. Jetzt noch die Petersilie hacken und ebenfalls in die Pfanne geben. Dieses Topping jetzt erstmal beiseite stellen. Nebenbei können jetzt schon mal die Tagliatelle gekocht werden. Und dann können auch schon die Schnitzel gebraten werden. Butterschmalz und Öl in die Pfanne, Schnitzel rein und aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Das ist dann auch schon alles. Italian Style werden im Übrigen gleich noch im Ofen überbacken. Die dürfen etwas früher aus der Pfanne wieder raus. Auf die Schnitzel Italian Style wird jetzt die Soße verteilt. Dann kommt der Käse oben drauf und dann gehen die Schnitzel für 10 Minuten bei 230 Grad in den Ofen bei Ober- und Unterhitze oder Grillfunktion. Und wenn sie dann fertig sind, kann alles zusammen angerichtet werden. Nudeln auf einen Teller, die anderen Schnitzel dazu, dann die Schnitzel Italian Style drauf, die Kräuterbutter auf das eine Schnitzel, also auf das Schnitzel nach meiner Art, und die Pilze auf das Schnitzel nach Försterart. Den Gurkensalat hatte ich schon fertig gemacht, damit er noch etwas durchziehen kann. Der kommt natürlich jetzt auch noch auf den Teller und dann sieht das Ganze so angerichtet aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Schaut euch auch gerne mal meine anderen Gerichte in der Playlist Tipps für einfaches und schnelles Kochen an. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.